Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 19 My Journey, Folge 48. Trainingstag, Pässe abfangen, Abwehrszenarios Neuling am 15. Mai 2019. How about a little tackling today? I think that sounds like a great idea. Training starten. Positioniere dich zwischen den Gegnern, um die Pässe abzufangen. Mist. Eieiei. Ja. Ja. Leistung exzellent, 4266 Punkte fortsetzen. Lass keine gegnerischen Tore zu. Netzstart. Leistung extern 4100 Punkte fortsetzen. Good session, lads. If that's how we're gonna train, things are looking up. You were the best of a solid bunch today. Keep it up. Alle Augen sind auf The Williams Footy gerichtet, meine auch. Hashtag Stars und Blippen und viel Erfolg gegen Watford at The Williams Footy. Heute steht das Osterspiel gegen Watford an. Ich habe nur Augen für Danny Williams. Man United zu Gast bei Watford. Klingt spannend, das lasse ich mir nicht entgegen. Hashtag Wetman. Ich bin auf dem Weg ins Stadion zu von Watford. Der perfekte Ort für einen Sieg, oder Jungs? Die Hashtag Gelb, Hashtag Red Devils. Watford vs. Man United am 19. Mai 2019, Platz 13 und Platz 2. 81 Punkte gegen 42 Punkte. Wenn ich gewinne, habe ich 84 Punkte. Und auch nicht Erster. In der Village Road um 15 Uhr. Glaube ich, das letzte Spiel vom dritten Kapitel. Heute geht's für United um viel. Denn wenn es an diesem Spieltag nicht für sie läuft, dann können sie die Meisterschaft abhaken. Dann ist der große Traum ausgeträumt. Durch das Spiel begleiten sie Wolf Fuß und Frank Buschmann. Es ist das Szenario, das sie zu gerne vermieden hätten. Aber so ist es eben. Jetzt müssen sie noch mal alles rausholen, alles versuchen, um vielleicht doch noch nach diesem Strohhalm zu greifen. Und warten wir mal ab. Ich glaube, kämpfen kann diese Mannschaft. Die geben nicht auf. Und so schnell gibt vor allem auch der Trainer nicht auf. Never give up.
Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Ander Herrera! Das Ding müssen sie machen. Es bleibt beim 0-0 und ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden sein. Juan Mata spielt am liebsten hinter den Spitzen. Da kann er seine Fähigkeiten am besten mit einbringen. Ja, der kleine Spanier ist technisch vor allem. Vielleicht die Führung jetzt. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Ah, ich habe vorher schon B gedrückt. Weg ist der Ball. Ja, mach doch was. Jus. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Rashford. Matic. Matic, super gemacht. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke. Die Ecke kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Paul Pogba. Capoue. Souverän gemacht und das war gar nicht so einfach. Benzema. Ball draußen, wird Einwurf geben. Segela. Kein gutes Zuspiel hier, der geht ins Aus. Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Sehr guter Einsatz. Rashford. Und damit ist der Ball weg. Abstoß, Ball war draußen. Williams. Nur Matic am Ball. Williams am Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ah, oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0-0. Das war natürlich eine Riesenchance. Capoue. Jus. Dine. Da ist vielleicht Platz für Watford. Jetzt könnte der Pass kommen. Etienne Capoue. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Juan Mata. Und Ander Herrera. Jetzt Williams. Rashford. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Nun Ander Herrera. Matic. Rashford. Nun Matic am Ball. Jetzt vielleicht. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Jetzt gibt's Ecke für United. Jetzt die Ecke. Danny Williams. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, 1-0. Bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Klasse Ecke und super Abschluss. Und damit also und 1-0 von Danny Williams in der 45. Minute. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Dine. The referee has indicated there will be a minimum of Pause in dieser Partie. Es hat wenigstens Success. Es geht in den zweiten Durchgang mit der Führung hier von Manchester United. Williams. Gutes Tackling.
Hughes, Doucouré. Pogba fängt diesen Pass ab. Pogba jetzt. Danny Williams. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Das ist Elfmeter für Manchester United. Giri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick gelb auf die Szene. Das geht wie für Maria Park. Er macht das Tor. Guter Elfer. Ja. Die Chance lässt er sich nicht nehmen. Gut verwandelt. Danny Williams, der Mann ohne Nerven. Klasse Elfer, den hat er souverän verwandelt. Danny Williams, in der 52. Minute zum 2:0. Ohne große Probleme. Kabul. Kapoue. Yus. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Und jetzt haben sie den Ball. Ken Sema. Jetzt haben sie den Ball verloren. Wird das eine Torchance? Da setzt er sich gut durch. Da holt er den Ball zurück. Manchester United also, mit dem Einwurf. Wechsel jetzt. José Mourinho bringt einen neuen Mann. Richtig, Juan Mata verlässt den Platz und Alexis Sanchez kommt für ihn rein. Der kann mit seiner Schnelligkeit, seiner Dribbelstärke und seinem Schuss immer alles drei geschafft. Erstmal. Da kann er klären, nee. Gut aufgepasst. Ja, ich hab schon mal versucht. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Guter Aufbau bei Manchester United. Sind ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Pass von Pogba zu, genau. Manchester United will einen Wechsel vornehmen. Man United holt sich den Ball zurück. Jetzt Matic. Jetzt Williams. Herrera, gefährliche Aktion. Er geht ganz schön robust da rein. Alexis Sanchez. Souverän gemacht vom Torwart. Williams, Alexis Sanchez. Jetzt ist die Kugel weg. Da kommt der Pass auf außen. Capoue. Pogba jetzt. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Deulofeu. Capoue. Deulofeu. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Alexis. Capoue. Capoue. Dine. Tolles Zuspiel. Deulofeu. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. 2:1, hier ist noch alles drin. Williams am Ball. Nun an der Herrera. Herrera, gefährliche Aktion. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Bei Watford gibt es jetzt einen Wechsel. Da schauen wir mal, ob das jetzt auf den Kauf. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt noch mal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Kiko Femenia. Den Zweikampf führt er sehr gut. Ja. Martial. Jetzt sind sie am Ball. Yus. Jetzt ein Schuss.
Sie stehen hier natürlich unter Druck, deshalb vielleicht auch der schwache Abschluss hier, Buschi. Na klar, Wolf, dass du irgendwann ans Nachdenken kommst. Das ist nicht förderlich fürs Spiel, wisst ihr. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Und das ist der Ballverlust. Die United-Spieler lassen die Köpfe hängen, das war's. Der Meistertitel ist mit diesem Ergebnis nun außer Reichweite. Sie haben alles gegeben, haben alles versucht. Wir haben es über den gesamten Saisonverlauf erkennen können. Der Wille war da, ganz vorne zu landen, diesen Titel zu holen. Es ist klar, dass das erstmal deprimierend ist. Im Moment dürfte da in erster Linie Leere sein. Aber man kann aus diesem Jahr für die kommende Saison lernen. Das war's also für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sportlich und tschüss. Warum kann ich den Pokal nicht mehr gewinnen wegen dem einen Tor jetzt? Die waren doch eh über 10 Tore entfernt von den Tordifferenzen. Also da hätte ich dann so und so den Pokal nicht gewinnen können. Na hier. Wir haben 51 Tordifferenz. Wir kann in einem Spiel keine 16 Tore machen. War auch schon vorher, dass ich das nicht gewinnen kann. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt habe ich da auch den dritten Kapitel geschafft. Jetzt fehlt es nur noch von Alexander. Und da sind wir auch, da flammen wir es auch nicht mehr.